Hallo liebe Leute und willkommen zurück bei Lufia. Wir sind immer noch in der Nordgrotte und direkt beim Speicherpunkt, was ja meistens einen Boss bedeutet. Wir schauen mal nach. Ja gut, vielleicht war das jetzt auch nur die Hälfte des Weges. Kann natürlich auch sein. Boah, ich merke gerade, mega laut. Da hat wohl jemand meine Kopfhörer wieder laut aufgedreht. So, das ist schon besser. Okay. Ja, das sieht doch so aus, als würde es gleich runtergehen und uns den Weg versperren. Ich hoffe, Deka rettet uns. Die Flasche. Vor allem ist der vor uns losgegangen und ist jetzt noch nicht da. Schlappschwanz. Hahaha. Ihr könnt nun für immer Abschied nehmen. Wie bitte? Ich habe euren Fluchtzauber blockiert. Ihr könnt mir nicht entkommen. Ja, Wayne. Meinst du, wir kriegen deine kleinen Zombies nicht kaputt, du Lappen? Also, die Viecher, das sind Mumien, Verzeihung, sehen so aus, als würden sie gut brennen. Ach, ich Idiot, ich hätte einfach mal nach dem Speicherpunkt meine MP-Reserven heilen sollen. Und was, die sind schneller als wir? Oh, scheiße. Ich glaube, wir sind am Arsch. Ich werde mal gleich Selans Ego-Kraft einsetzen. Ich hoffe nur, dass sie überlebt. Und noch viel mehr hoffe ich, dass. Ah, scheiße, zumindest einer jetzt drauf geht. Müsste er aber. Oh, weil sehr, sehr gefährlich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Tia gleich drauf gehen wird. Gott sei Dank. Maxim haut drauf. Und die beiden Mädels müssen leider, wohl oder übel, beide heilen. Nein. Ah, nicht nochmal, nicht nochmal. Eieieiei. Ganz ein knappes Ding. Scheiß die Wand an. Huh. Glück gehabt. Wirklich, das war nichts als purer Dusel. Und blöderweise, Tia ist immer noch nicht ganz raus aus der Gefahr. Naja, wobei doch. Selan heilt ja doch etwas mehr. Boah. Alter Vatern. Funke? Und du darfst mal. Ah, wie schade. Ich hätte Ego-Kraft vorhin schon einsetzen müssen. Naja, komm, dann machst du Speedy. Und zwar auf Tia. Ach, es geht sogar auf zwei. Dann auf Tia und auf dich. Oh, perfekt. Hätte nicht besser sein können. Greift Gordo an. Gordo heilt sich. Nach jedem Kampf selbst. Sehr schön. Jetzt ist es nur noch eine minimale Gefahr, die von den Viechern ausgeht. Oder auch gar keine. Was? Nur 400 Erfahrung? Das ist der blanke Hohn. Vor allem, der wird jetzt mehr und mehr schicken. Ihr könnt also kämpfen. Wie wäre es denn dann mit diesen Monstern? Ja, Hauptsache, sie sind nicht schneller als ich. Oh, Trolle. Wir hauen mal einen Blitz drauf. Hahnenschrei. Oh, aus dem Kampf. Mit der Intelligenz. Das ist nicht verkehrt. Ego-Kraft, ich weiß nicht. Nein, wir hauen die Eisbombe. Ach, scheiße, schon wieder schneller als wir. Das kann's doch nicht sein. Alter. Verdammte Axt. Jetzt hat das vielleicht gar nichts gebracht, weil sie in der nächsten Runde doch recht wahrscheinlich draufgehen wird. Selbst wenn wir jetzt einen Tod bekommen sollten, wird einer von den beiden übrigen wahrscheinlich unsere liebe kleine Tia attackieren. Fuck it. Safe. Und safe. Glück muss man haben. Wobei ich es natürlich sehr ungeil finde, dass wir hier wirklich auf unser Glück auch angewiesen sind. Ich habe nicht genug trainiert. Ach, scheiße. Hätte ich sofort sehen müssen, in dem Moment, wo uns die ersten Gegner hier in der Nordgrotte so viel Schaden zugefügt haben. Naja. Gut, Maxim ist mit Abstand der tankigste. Und als hätte ich es geahnt, heile ich die beiden also optimal gerade. Oder fast, das wäre schon geiler gewesen, wenn sie Maxim zweimal attackiert hätten. So, das ist der Sieg für uns. Autsch! Dass sie immer die Mädchen hauen müssen. Schweinehunde, Kacktrolle.
Wow, okay. Hätte ich das mal gewusst. Und die geben so irre wenig Erfahrung. Amüsant. Ihr könnt aber nicht gewinnen. Ich bin unschlagbar. Hahaha. Was machen wir, Maxim? Die Schlacht scheint nicht enden zu wollen. Verflixt. Hahaha. Was ist hier so lustig? Hä? Ja. Wer oder was bist du? Hast du dir diesen kindischen Trick ausgedacht? Genug jetzt. Ich will mir eure Beleidigungen nicht mehr anhören müssen. Nehmt das. Nicht schon wieder diese ätzenden Typen. Warum kommst du nicht selber her und kämpfst mit uns? Bist du solch eine Memme? Euch jetzt schon zu erledigen wäre viel zu langweilig. Ja, nee, ist klar. Hey, Maxim, du bist schon hier? Du musst vorhin an mir vorbeigelaufen sein. Ja. Das war doch jetzt noch kein richtiger Kampf, oder? Ich bin auch topfit. Du bist ein Lutscher, Junge. Alles in Ordnung? Mir geht es wunderbar, danke. Aber es ist meine Schuld, dass ihr so viel Ärger hattet. Du hast für dein Land und dein Volk getan. Du hast das für dein Land und dein Volk getan. Das hätte sich nicht jeder getraut. Aber ich konnte nichts tun. Du musst noch ein wenig üben, dann wirst du ein guter Schwertkämpfer. Deka, willst du mir die Schwertkunst beibringen? Selbstverständlich. Oh, wunderbar, das erfüllt mich mit großer Freude. Sollen wir zurück in das Schloss? Ja, gehen wir. Und ja, warum auch Danke sagen, ne? Maxim, ich bringe den Prinz zurück ins Schloss. Wir hätten die Dura niemals laufen lassen dürfen. Er wird wiederkommen. Ja, ich werde mich später schon noch um ihn kümmern. Wir sollten im Schloss weiterreden. Sicher. Vielleicht ist er gar nicht so dumm, wie wir gedacht haben. Ja, vielleicht. Ist er wohl. Maxim, was ist geschehen? Weißt du noch, wie man die Tür im nächsten Raum öffnet? Schiebe den Pfahl nach oben auf den Schalter. Ach ja, vielen Dank. Wie kannst du etwas nur vergessen? Sei still, Selan, das kann man. Er ist halt ein wenig vergesslich, was soll's? Er kümmert sich aber gut um Prinz Rocco. Stimmt, deshalb vertraut ihm der Prinz auch so sehr. Das ist beeindruckend. Auch du bist eine beeindruckende Person, Selan. Vielen Dank, Maxim. Bitteschön, lass uns nun nach Rusalka gehen. Und die arme Tia, verdammte Scheiße. Verdammt, falsch. Guck mal, das mit den MP hat doch genau gereicht. Aber ganz genau hat das gereicht. Königreich Husalka. Ich habe es natürlich immer noch nicht geschafft, mal die ganzen anderen alten Königreiche abzuklappern, um die Zauberarbeit zu bringen. Oh, Maxim, ich habe schon auf dich gewartet. Was ist denn hier los? Gades war hier, während du im Labyrinth warst. Wie bitte? Gades sprach nur mit dem König. Dieser erwartet dich jetzt. Nun, da werde ich mich gleich auf den Weg machen. Gades hat Worte gewählt statt Taten. Sehr seltsam. Wir gehen uns etwas ausruhen. Und dann schauen wir direkt nach, was es mit diesem Besuch von unserem lieben Freund Gades auf sich hat. Ich kann mich leider nicht an diese Passage erinnern. Bin aber allemal neugierig. Oder deswegen erst recht neugierig, viel eher. Maxim, schön, dass du da bist. Mein König, darf ich fragen, was du mit Gades besprochen hast? Sicher. Es war eigentlich kein Gespräch, eher eine eindeutige Warnung. Was hat Gades gesagt? Eine Zeit voller Angst und Schrecken beginnt. Er wird die Hobo-Insel im Meer versenken, als Anfang. Was? Die Hobo-Insel versenken? Auf der Insel liegt doch Pandoria. Er sagte, er wolle auch das Königreich Rusalka dem Erdboden gleich machen. Oh nein, doch was verlangt er von dir, mein König? Nichts. Rein gar nichts. Das verstehe ich nicht. Er wollte nichts. Das ist keine Erpressung. Es ist eine Warnung. Er zerstört einfach nur so, ohne Grund? Das ist die ganze Story. Maxim, du begleitest mich doch, oder? Schon, aber. Aber was? Aber ohne Tia und Selan. Höre ich richtig? Pandoria ist in Gefahr. Ich kämpfe an deiner Seite. Danke, doch meine Antwort ist nein. Diesmal nicht. Aber du weißt doch, wie gut ich im Kampf bin. Versteh doch, Selan. Der Kampf wird kein Kinderspiel und Maxim weiß das. Jetzt hörst du mir mal zu. Kampf? Gefahr? Na prima. Wir kämpfen doch für ein gemeinsames Ziel. Tut mir leid, es geht nicht. Außerdem gibt es andere Dinge für dich zu tun. Zum Beispiel? Geh zurück nach Pandoria und erzähle allen, was sich zugetragen hat. Bring sie in Sicherheit. Bitte. Nur dir werden die Leute glauben. Okay, aber es ist das erste und letzte Mal, dass ich klein beigebe. Du verstehst das doch auch, oder? Überhaupt nicht. Ich werde mit dir gehen, egal wie groß die Gefahr sein mag. Tja. Nun gut, ich war etwas stur. Doch versprich mir, dass du lebendig zurückkehrst. Ich warte. Versprochen.
Selan, bitte pass gut auf Tia auf. Na klar, dann sind wir uns ja einig. Ich wollte dir meine Schwertkünste zeigen, doch das Schicksal ruft. Du erzählst allen, wie stark du bist, doch jetzt rennst du einfach davon. Wenn du so stark bist, wie du erzählst, dann wird der Sieg dein sein. Das Duell kann warten. Okay, ich werde dich nicht enttäuschen. Was? Huch, ziemlich düster. Guy ist wieder da! Guy! Hi, Maxim. Schön, dich wiederzusehen. Zeit, dass ich wieder dabei bin. Mit deiner Schwester ist alles in Ordnung? Ja, sie liegt zwar noch im Bett, doch es geht ihr wieder viel besser. Sie hat wieder einen Mordsappetit. Es wird Zeit, mal wieder ein paar Gegner das Fürchten zu lernen. Allerdings, hat dich die Abenteuerlust zurückgetrieben? Nicht ganz, ein Brief des Königs. Er braucht meine Hilfe. Ich kam so schnell ich konnte. Ich wusste nichts von einem Brief. Maxim, wer ist das? Das ist Guy. Wir kämpften Seite an Seite. Er musste zurückkehren, da seine Schwester sehr krank war. Ich verstehe. Fein, mein Name ist Deka. Schön, jemanden zu treffen, der mit dem Schwert umgehen kann. Ich bin Guy. Das war ziemlich knapp. Wir hätten leichter ein paar Schrammen abbekommen können. Nur keine Panik. Herzlich willkommen bei uns, Guy. Es ist toll, dass ich wieder mitmischen kann. Endlich eine Babbo-Gruppe, Junge. Gardes hält sich im Turm im Osten auf. Ohne eure Hilfe ist er nicht zu bezwingen. Ich wusste schon immer, dass es einmal zum Kampf mit Gardes kommen würde. Ich bin bestens gerüstet. Guy, Dicker, jetzt geht's los. Also Maxi, dann mal ran an den Feind. So sei es. Wir werden Gardes das Fürchten lehren. Auf geht's. Richtig so. Gemeinsam werden wir es schaffen. Genau das will ich hören. Genug geredet. Wir lassen jetzt Taten sprechen. Tapfere Krieger, wie aufregend. Mein Herz erzittert. Selan, ich habe Maxim noch nicht aufgegeben. Wie? Wir sollten uns auf den Weg nach Pandoria machen. Ja, du hast recht. Also, auf nach Pandoria. Bitte, Maxim, sei sehr, sehr vorsichtig. Ich bin vorsichtig, sei du es auch, Tia. Versprochen. Babo-Truppe! Auf jetzt. Guy und Deka schließen sich an. Auch wenn Maxim dadurch zur Heilbitch degradiert wird. Müssen wir ja ganz ehrlich sein. Und Deka, ihr seht schon, hat mega, mega viel Leben. Er hinkt zwar leveltechnisch Maxim um 3 hinterher, hat aber schon fast 100 Leben mehr. Und das ist halt mega krass. Also, einmal optimal, einmal optimal, einmal optimal. So, Rüstung. Du kriegst den Zombie-Ring und den Pferdestein. So, man schaue sich an. Guy ist halt nichts gegen DK. Er ist halt wesentlich schneller, intelligenter. Aber das sind ja keine Werte, auf die er bauen kann. Dementsprechend ist DK schon stärker. Ich sage das, obwohl ich DK hasse, also stimmt es. Schauen uns den Shop nochmal an. Wir haben hier wieder eine ganze Menge Kohle. Und für die Jungs gibt es ganz bestimmt was Feines. Das Eisenschwert nochmal für Guy. Rüstungstechnisch. Der Leinenpanzer wäre besser. Guck mal, den Steinpanzer kann zum Beispiel nur Deka tragen. So. Eisenhelm. Auch den Sturzhelm kann nur er haben. Ich werde mal Guy ausrüsten. Jetzt wird es halt langsam wieder echt knapp mit der Kohle. Ah, verdammte Axt. Na gut, Sturzhelm bringt wohl am meisten. Und schon wieder sind wir blank. Verdammte Scheiße. Was ich ja nochmal probieren könnte, ist unser Kapselmonster zu füttern. Gut, er will jetzt halt echt heftigere Sachen, ne? Und ich weiß nicht, wie sinnvoll es ist. Ach ja, stimmt. Wir haben ja noch Shaggy jetzt. Ah, wollte sagen, unseren Fumi zu füttern. Gut, wir können jetzt immer noch mal Shaggy anschauen. Peitsche haben wir allerdings auch nicht. Der heilt ja, und das kann mitunter schon ziemlich praktisch sein. Gerade jetzt in dieser Konstellation, um ehrlich zu sein. Weil so wird echt Maxim permanent das Heilen übernehmen müssen. Aber gut, sei es drum. Erstmal will ich nicht auf die Schlagkraft von Gordo verzichten. Also gehen wir mal nach Osten. In den Turm und schauen, was der liebe. Ich habe seinen Namen vergessen. Scheiße, jetzt haben wir ihn ja ausgerüstet. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Naja, egal. Wir werden auf jeden Fall mal schauen, was Gardes zu berichten hat. Die Jungs sind halt so mega langsam.
dir aber mega auf die Fresse. Und wir sind eine komplette AD-Truppe geworden. Läuft. Aber er flieht nicht. Dieser kleine Penner. Nicht so ein Feigling wie Gordo. Sehr sympathisch. Gut. Boah, die watzen sogar. Heftig. Na gut, sind ja auch Magier. Aber er setzt seinen Erholungsskill recht selten ein, muss ich sagen. Das gefällt mir jetzt nicht so. Deka hat gleich mal ein Level-Up erfahren. Stärke steigt aber, wow. Nicht zu verachten. 100 KP nur. Na gut, 143. Prozentual natürlich eine ganze Menge. Aber 43 und 100. Ein Mann landete auf dem Turm. Kann es Gardes gewesen sein? Vielleicht war es auch der Weihnachtsmann. Ich weiß es nicht. Schiebe die Säule an eine Wand und es öffnet sich ein Weg, wie von Geisterhand. Ich frage es nur... Ah, ich glaube, ich weiß an welche. An die hier nämlich. Aber erstmal schauen wir, was hier so auf uns lauert. Hier ging es schon hoch. Na gut, dann werden wir erstmal auf dieser Ebene bleiben. Denn dieser Teppich ist ja doch so ein bisschen, naja, auffällig. Sehr gut. Oh, teleportierende Gegner. Das macht natürlich Spaß. Gut, wobei wir die noch erwischt haben. Oh, scheiße. 4 an der Zahl gleich. Feuer müsste ganz gut gegen die sein. Wäre zumindest logisch. Es sind Kürbisköpfe. Ah, fuck it. Naja, andererseits müssten jetzt 2 Stück draufgehen. Jawohl. Wow, die Route haut richtig rein. Nächste Runde werden wir wohl gewonnen haben. Ja, sehr gut, wenn sie halt nur schneller gewesen wären, ne? Ah, Mann. Ja, wobei, Guy ist unser Mann. 1400, sehr, sehr schön. Also, mal sehen, was hier so ist. Oh, Schlangen und Stiere. Hat er sich umgedreht, der Penner. Ein Toro. Oh Mann. Die Geschwindigkeit, wie nervig. Und so ein Dampfhammer kommt gar nicht so sehr rein. Gordo flieht natürlich, die kleine Pussy. Und ich weiß nicht warum, aber DK macht weniger Schaden. Als Guy jetzt. Er hat ja eigentlich die höheren Stärkewerte. Und sie haben die gleiche Waffe ausgerüstet. Also erschließt sich mir noch nicht so ganz. Naja, okay, war wohl ein Volltreffer von Guy, weil der Schaden ist dann doch sehr ähnlich zumindest. Und, wie ich es schon verkündet hatte, unsere kleine Heilwitch. Genau auf den richtigen. Heilen wir gegen. Feine Sache, auch wieder über 1000 Erfahrungen. Das werden die Vipern ganz bestimmt auch geben. Oh, was ist denn hier los? Okay. Besiege alle Gegner im Raum. Ist hin und wieder mal ein Mittel, um weiterzukommen. Nee. Ja doch, komm, egal. Wir heilen dann nach dem Kampf. Ist klüger. Und Gordo, du Penner. Greif doch mal an. Schöner Volltreffer, Guy. Bin stolz auf dich. Verdammte Axt. Ja, egal. Wir können nichts anderes machen, als blöd und stupide draufkloppen. Sehr, sehr gut. Oh, das war geil. Also, es kann uns gerade nichts Besseres passieren, als dass wir einen töten und der andere Verstärkung ruft. Das treibt natürlich die Erfahrungspunkte, die wir bekommen, absolut in die Höhe. Jetzt ist aber wohl Schluss. Jo, aber 1700 für so ein easy fight.
Ja. Spendieren allen einmal eine kleine Heilung. Hier werde ich dann wohl irgendwann mal so einen Zauberkrug brauchen. Gehe ich stark von aus. Aha. So machst du das also bewegungstechnisch, ja? Ich verstehe. Du läufst in die entgegengesetzte Richtung. Kleiner Dennis. Und stirb. 364 gibt ein Einzelner. Okay. Oh, verdammt. Ah, okay. Ich hätte den Typen da einsperren müssen. Aber alles kein Problem. Wir haben ja schließlich den Ursprungszauber. So, das war einfach. Schaff selbst ich, bin minder bemittelter Idiot. Aha. Gut, irgendwo muss die Säule hin. Ich frage es nur wo. Ah. Ich glaube, ich weiß, wie dieses Rätsel zu lösen ist. Dürfen ja nur einen Schritt lang nicht daran. Ah, nee. Muss also schön hier hin. So. Der Ahnenturm, erster Stock. Jetzt bereue ich es doch so ein bisschen, dass wir den anderen Weg nicht gegangen sind, weil scheinbar wäre der optional gewesen. Hier kommen wir nämlich einfach so weiter. Sehr, sehr geil. Wir kriegen sie alle in einer Runde kaputt. Und Maxim hat ein Level up. Stärke steigt. Und Magieabwehr. Rest ist eigentlich nicht zu erwähnen. Boah, Controller. Gut, wenn wir die schon so attackieren können, warum nicht? Ein Snelly. Autsch. Gibt auch mal locker flockig über 350 Erfahrung. Einfach mal so. Für kaum was machen. Ja, verdammt. Wir müssen auf jeden Fall den anderen Weg auch mal gehen. Oha. Das sind echt nicht wenig Gegner hier. Wir hauen erstmal eine Bombe rein. Okay. Schade. Kein Preemptive Strike. Vielleicht wäre es auch gar nicht so doof, die mit Funke zu attackieren. Maxim-technisch. Und Deka und Guy jeweils einen angreifen zu lassen, aber ich will mir halt die MP echt gerne aufsparen zum Heilen. Das ist dann halt so eine Sache für sich. Und so müsste das ja auch ganz gut klappen. Na, guck mal, wie fein das geht. Wenn Deka nicht so lahmarschig wäre, dann wären wir da jetzt ohne Schaden rausgegangen. Aber wir sehen es positiv. Unsere Zornleiste hat sich gefüllt. Und verdammte Axt, wir haben ein Kürbisjuwel bekommen. Geil, Level up, Copy um 12, Intelligenz um 5, bringt ja gar nichts, aber Stärke um 4. Wir wollen doch mal sehen, was dein Kürbisjuwel macht. Okay, Magie, Abwehr und Intelligenz steigen stark. Und in diesem Juwel Schädelhieb, Kopfnuss, die den Gegner mit doppelter Kraft trifft. Wirksam gegen starke Gegner. Sehr, sehr geil. Ich bin geneigt, das Maxim zu geben. Intelligenz ist ja durchaus etwas, das er braucht. Und dafür kriegt er den Adlerstein. Ja, die Bewegung geht halt mega hoch, ne? Das könnte uns schon mal den entscheidenden Vorteil geben. Lass dich nicht verwirren. Die richtige Tür sieht aus wie die zuvor. Du kannst dich nicht irren. Aha. Moment. Och, verdammt. Oh, da habe ich gerade gesehen, dass Gordo eine Rute fressen möchte. Hä? Was ist denn jetzt hier los?
So. Eine Route sollst du haben, mein Lieber. Und dann gucken wir gleich mal, was es mit diesem Rätsel hier auf sich hat. Die Tür, was? Okay, wir clearen erstmal die Monster. Boah, was? Maxim ist ja squishy as fuck. Boah, ich habe alle drei gebraucht, Junge. Stirb! Bei der Macht von Grayskull. Ach nee, das ist doch was anderes. Oh, Gordo erlernt Feuerklaue. Ja, wieso nicht? Kann man mal machen. So, das, das. Also das mit der Tür verwirrt mich gerade. Wir wollen mal schauen, ob so ein Schädelhieb, beziehungsweise was so ein Schädelhieb an Mana kostet. Ach, Mana, Quark. Zornpunkte. Wow, oh, das war aber ziemlich viel. Hat natürlich entsprechend den Schaden gedrückt, aber es war echt ziemlich viel. Alter. Maxim ist die neue Tier. Der neue Tier. Apropos, ob die wohl wieder zurückkommt jemals? Scheiße, ich habe die Maus gerade bewegt. Hatte ich gar nicht. 1000 Erfahrung. Gordo kriegt ein Level ab. Maxim darf sich wieder heilen. Oh, er will eine Federrüstung. Die haben wir zufällig auch. Also kriegt er die. Bitteschön. Ein Kukri auch gleich weiter. Ach, jetzt hat das nur zwei gebracht. Eine Baskenmütze. Oui. Apfelsaft haben wir nicht. Der ist ziemlich teuer. Aha. Hier ist ja noch mal was. Okay. Ihr Drecksäcke. Ihr fiesen kleinen Drecksäcke. Kämen wir hier jetzt auch wieder raus? Nein. Okay, dann ist die andere Tür wahrscheinlich einfach wirklich gar nicht richtig existent. Sollte uns nur auf eine falsche Fährte locken. Und das hat sie teilweise sogar geschafft. Dreckstür. Ich würde gerne mal die Feuerklaue sehen. Ich glaube aber auch, dadurch, dass der Angriff stärker ist, wird er einfach seltener von Gordo gemacht. Also werden wir uns in Geduld üben müssen. Oder er macht es nur dann, wenn er häufig auf die Fresse bekommen hat. Auch dann werden wir nicht sofort sehen. Jedes Mal darf ich Maxi mittlerweile nach einem Kampf heilen. Das war früher nicht so, Leute. Also, kampftechnisch zieht das Spiel an. D-Karten-Level up, KP natürlich heftig, die Stärke. Boah, boah. Junge. Und er hat als erster über 300 Leben. Holen uns den Haken. Okay. Ah, scheiße. Was habe ich denn da gemacht? Oh nein. Ich habe mich komplett auf den Kürbisspacko da konzentriert und jetzt kriege ich mächtig aufs Maul. Naja, alles noch im grünen Bereich irgendwo. Aber, ein bisschen blöd war es schon. Vor allen Dingen, weil die jetzt halt nochmal dran kommen, ne? Eieiei. El Toro Grande. Sauber. Super sauber. Jawoll, ja. Oh, Muschi. Was ist da nur los? Und wir dürfen mal wieder heilen.
Vor allen Dingen sehe ich gerade, die Uhr sagt, unsere halbe Stunde ist mal wieder rum, liebe Leute. Ich habe letztes Mal schon so überzogen, ne? Ich glaube, hier ist es Sinn und Zweck, den Typen einmal einzufangen, sozusagen. Weil er sich immer so schön wegteleportiert. Oh Mann. Ich versuch's mal mit dem Funken. Und... wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Bin ich blind? Ach, kann er ja gar nicht. Ja nun, dann blitz ihn weg. Hilft ja nix. Werde ich nach dem Raum einmal den Quicksave benutzen. Und die Folge beenden, liebe Leute. Dauert sonst immer so ewig lange beim Hochladen. Bitte verzeiht's mir. Geistzorn ist schon mächtig angewachsen. Weg damit. Und Deka darf ihm jetzt den finalen Schlag geben. Und ist trotz des Juwels, den er bekommen hat, immer noch so langsam. Feuerklau. Oh, Junge. Ist okay, ich leg mich nicht mit dir an. Ew. Ich glaube, ich weiß noch, wie die Dinger funktionieren. Yo. Okay, in dem Sinne, ich speichere hier einmal ab. Danke wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns. Haut rein!